haben hier den Telekom Media Receiver 500 oder auch kurz MR500. Dieser Telekom Festplattenrekorder ist für die Kunden die Telekom Entertain Viasat. Hier sind die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts. Auf der rechten Seite zunächst das Netzkabel und der Netzschalter. Daneben ist der Eingang für zwei Satellitenkabel. Das heißt, dieses Gerät verfügt über einen Sat-Twin-Tuner. Sie können also gleichzeitig eine Fernsehsendung schauen und eine aufnehmen. Daneben eine Laden- oder Netzwerkschnittstelle. Diese wird benötigt, um mit Telekom Entertain Sat auch die IPTV-Angebote der Telekom zu nutzen, insbesondere Video on Demand, also die Online-Videothek der Telekom oder auch das TV-Archiv, um sich Sendungen im Netz der Telekom nochmal anzuschauen. Die USB- und die eSATA-Schnittstelle zum Anschluss einer externen Festplatte sind momentan noch nicht freigeschaltet. Es ist auch nicht klar, ob oder wann diese freigeschaltet werden. Daneben ist der HDMI-Ausgang. Hier können Sie Ihren HD-fähigen Fernseher per HDMI-Kabel mit dem MR500-Sat anschließen. Für besten Sound sorgen der Koaxialausgang und der optische Ausgang. Des Weiteren können Sie auch Fernsehgeräte per normalen Cinch oder S-Video anschließen und auch Audio ist über Cinch-Leitung über den MR500-Sat realisierbar. Wenn Sie noch einen alten Fernseher anschließen möchten, der über keinen HDMI-Eingang für HD-Fernsehen verfügt, gibt es hier noch zwei SCART-Schnittstellen. Dies ist also der Telekom Media Receiver MR500-Sat hier live von der IFA 2011 in Berlin.